Gütezertifikat A2. Übungssatz 1 Erwachsene. Hören. Dieser Prüfungsteil hat vier Teile. Sie hören Sendungen aus dem Radio, Gespräche, Nachrichten auf dem Anrufbeantworter und Durchsagen. Lesen Sie zuerst die Aufgaben. Hören Sie dann den Text dazu. Für jede Aufgabe gibt es nur eine richtige Lösung. Schreiben Sie Ihre Lösungen zum Schluss auf den Antwortbogen. Wörterbücher und Mobiltelefone sind nicht erlaubt. Teil 1. Sie hören fünf kurze Texte. Sie hören jeden Text zweimal. Wählen Sie für die Aufgaben 1 bis 5 die richtige Lösung A, B oder C. Lesen Sie jetzt Aufgabe 1. Und jetzt noch eine wichtige Information für die Besucher des Musikfestes. Wegen des Regens kann das Konzert heute Abend nicht draußen auf dem Marktplatz stattfinden. Liebe Fans, keine Angst, es wird stattfinden, in der großen Halle am Bahnhof, Beginn 18.30 Uhr. Wer sein Ticket zurückgeben möchte, kann das bis 18 Uhr am Schalter vor dem Festzelt kostenlos tun. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Und jetzt noch eine wichtige Information für die Besucher des Musikfestes. Wegen des Regens kann das Konzert heute Abend nicht draußen auf dem Marktplatz stattfinden. Liebe Fans, keine Angst, es wird stattfinden, in der großen Halle am Bahnhof, Beginn 18.30 Uhr. Wer sein Ticket zurückgeben möchte, kann das bis 18 Uhr am Schalter vor dem Festzelt kostenlos tun. Lesen Sie jetzt Aufgabe 2. Hallo Frauke, Jana feiert doch am Freitag ihren Geburtstag im Büro. Ich backe morgen einen Kuchen. Wichtig ist noch das Geschenk. Paul hat gesagt, er kümmert sich darum. Er fährt heute nach der Arbeit in die Stadt und sucht ein spannendes Buch. Kannst du dich um Saft, Wasser und Kaffee kümmern? Rufst du mich zurück? Sie hören jetzt den Text noch einmal. Hallo Frauke, Jana feiert doch am Freitag ihren Geburtstag im Büro. Ich backe morgen einen Kuchen. Wichtig ist noch das Geschenk.
Paul hat gesagt, er kümmert sich darum. Er fährt heute nach der Arbeit in die Stadt und sucht ein spannendes Buch. Kannst du dich um Saft, Wasser und Kaffee kümmern? Rufst du mich zurück? Lesen Sie jetzt Aufgabe 3. Hi Paul, Clemens hier. Du, wir hatten ja gesagt, wir gehen diesen Samstag etwas trinken. Kannst du auch Sonntagabend? Am Samstagabend geht meine Frau mit Freunden aus und ich habe versprochen, dass ich zu Hause bleibe und auf die Kinder aufpasse. Sonntag kommen dann noch meine Eltern zu Besuch, aber ab 19 Uhr habe ich Zeit. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Hi Paul, Clemens hier. Du, wir hatten ja gesagt, wir gehen diesen Samstag etwas trinken. Kannst du auch Sonntagabend? Am Samstagabend geht meine Frau mit Freunden aus und ich habe versprochen, dass ich zu Hause bleibe und auf die Kinder aufpasse. Sonntag kommen dann noch meine Eltern zu Besuch, aber ab 19 Uhr habe ich Zeit. Lesen Sie jetzt Aufgabe 4. Und nun zum Wetter. Der Sommer bleibt und es wird morgen noch mal sehr warm, im Süden bis 30 Grad. Am späten Nachmittag soll es dort etwas regnen. Vorsicht im Westen. Dort wird es bis zum frühen Nachmittag auch sehr warm, es soll am Nachmittag aber starke Gewitter geben. Im Norden und Osten wird es kühl mit Temperaturen bis 16 Grad, aber es bleibt trocken. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Und nun zum Wetter. Der Sommer bleibt und es wird morgen noch mal sehr warm, im Süden bis 30 Grad.
Am späten Nachmittag soll es dort etwas regnen. Vorsicht im Westen. Dort wird es bis zum frühen Nachmittag auch sehr warm, es soll am Nachmittag aber starke Gewitter geben. Im Norden und Osten wird es kühl mit Temperaturen bis 16 Grad. Aber es bleibt trocken. Lesen Sie jetzt Aufgabe 5. Achtung, liebe Fahrgäste, dieser Zug kann wegen eines technischen Problems nicht weiterfahren. Bitte alle aussteigen. Fahrgäste nach Frankfurt fahren bitte mit dem ICE 562 um 14.15 Uhr von Gleis 1. Fahrgäste nach Stuttgart nehmen bitte die S-Bahn um 14.22 Uhr von Gleis 4. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Achtung, liebe Fahrgäste, dieser Zug kann wegen eines technischen Problems nicht weiterfahren. Bitte alle aussteigen. Fahrgäste nach Frankfurt fahren bitte mit dem ICE 562 um 14.15 Uhr von Gleis 1. Fahrgäste nach Stuttgart nehmen bitte die S-Bahn um 14.22 Uhr von Gleis 4. Ende Teil 1. Teil 2. Sie hören ein Gespräch. Sie hören den Text einmal. Was hat die Frau in Köln gemacht? Wählen Sie für die Aufgaben 6 bis 10 ein passendes Bild aus A bis I. Wählen Sie jeden Buchstaben nur einmal. Sehen Sie sich jetzt die Bilder an. Sie hören jetzt das Beispiel.
Sonja, was machst du denn hier? Ich denke, du bist in Köln. Letzte Woche war ich in Köln. Und wie war's? Ach, es war toll. Am Freitag bin ich hingefahren. Meine Freundin Julia hat mich vom Bahnhof abgeholt und dann sind wir in einem guten Restaurant essen gegangen. Sie hören jetzt den Text. Schön. Was habt ihr denn noch gemacht? Du wolltest doch die neue Ausstellung sehen. Ja, eigentlich am Samstag. Aber das Museum war wegen einer Veranstaltung geschlossen. Also waren wir im Theater. Du interessierst dich wohl sehr. Sehr für Kultur. Ja, deshalb waren wir auch noch in einem Klavierkonzert. Julia wollte eigentlich am Sonntag gehen, aber wir haben leider keine Karten mehr gekriegt. Also waren wir den ganzen Tag in der Stadt und haben uns Sehenswürdigkeiten angesehen. Das mache ich auch gern. Und wann wart ihr dann bei dem Klavierkonzert? Am Montagabend. Montag gab es auch ein kostenloses Konzert von zwei Bands draußen vor der Universität. Das hätte mich auch interessiert. Man kann ja nicht alles haben. Und Dienstag? Ich wollte eigentlich mit dem Schiff auf dem Rhein, dem Fluss, fahren. Aber Julia hatte eine andere tolle Idee. Eine Radtour am Fluss. Am Abend war ich total müde. War das Wetter denn gut? Wir hatten Glück. Am Mittwoch hat es leider geregnet. Das war schade, weil wir auf ein Straßenfest gehen wollten. Das hat da nicht geklappt. Wir waren dann in der Ausstellung im Museum. Darauf hattest du dich ja sehr gefreut. Die war sehr schön. Kann ich empfehlen.
Ende Teil 2 Teil 3 Sie hören 5 kurze Gespräche. Sie hören jeden Text einmal. Wählen Sie für die Aufgaben 11 bis 15 die richtige Lösung A, B oder C. Lesen Sie jetzt Aufgabe 11. Schlemmer, hallo? Hallo, Frau Schlemmer. Hier Florian Meyer. Sie verkaufen alte Möbel? Ja. Heute Morgen habe ich Ihnen geschrieben, dass ich das Sofa kaufen möchte. Ja, ich erinnere mich. Tut mir leid, aber es ist zu groß. Das kann ich nicht mit meinem Auto abholen. Aber der Wohnzimmertisch interessiert mich. Können Sie haben. Und die 4 Stühle, nehmen Sie die auch? Da habe ich eigene. Okay. Lesen Sie jetzt Aufgabe 12. Du, Sabine, ich sammle Ideen für unseren Firmenausflug. Ah, ja. Was haben wir denn im letzten Jahr gemacht? Eine interessante Stadtführung. Richtig, die war toll. Im Stadtmuseum gibt es eine gute neue Kunstausstellung. Kunst finde ich nicht so interessant. Okay. Und wenn wir zum See fahren und dort eine Wanderung machen, darauf hätte ich Lust. Ja, finde ich gut. Lesen Sie jetzt Aufgabe 13. Ach Mann! Guten Morgen, Frau Nachbarin. Was ist denn? Morgen, Herr Köhler. Ich muss zur Arbeit und habe den Zug verpasst. Oh, wie ärgerlich. Warum nehmen Sie nicht Ihr Auto? Das ist in der Werkstatt. Gut, dann fahren Sie bei mir mit. Ich muss jetzt auch mit dem Auto in die Stadt. Das ist wirklich nett. Lesen Sie jetzt Aufgabe 14. Sanitärreparaturen. Guten Tag. Guten Tag. Mollack, mein Name. Bei mir ist Wasser im Badezimmer. Ich brauche einen Handwerker. Ja, kein Problem. Kommt das Wasser aus der Dusche? Die ist ganz trocken. Ah, gut. Es kann natürlich auch die Waschmaschine sein. Die steht bei mir im Keller. Unter der Toilette ist das meiste Wasser. Ah, ja. Dann liegt da wohl das Problem. Lesen Sie jetzt Aufgabe 15. Hallo, Frau Hansen. Hier Larsen, ich kann heute leider nicht zur Arbeit kommen. Oh, sind Sie krank? Meine Tochter hat eine Grippe und ich muss mit ihr zum Arzt gehen. Wir haben doch heute den wichtigen Gesprächstermin. Kann das nicht Ihre Frau machen? Meine Frau nimmt gleich das Taxi zum Flughafen. Sie muss beruflich für eine Woche nach London. Ende Teil 3
Teil 4. Sie hören ein Interview. Sie hören den Text zweimal. Wählen Sie für die Aufgaben 16 bis 20 Ja oder Nein. Lesen Sie jetzt die Aufgaben. Sie hören jetzt das Beispiel. Frau Klessing, Sie und Ihr Mann haben seit einem Jahr das erste Familienhotel in der Stadt. Wie kamen Sie auf diese Idee? Sie hören jetzt den Text noch einmal. Frau Klessing, Sie und Ihr Mann haben seit einem Jahr das erste Familienhotel in der Stadt. Wie kamen Sie auf diese Idee? Sie hören jetzt den Text. Unsere vier Kinder sind alle erwachsen und leben nicht mehr bei uns zu Hause. Ja, leider. Unser Leben war dann plötzlich sehr ruhig. Ah, Sie wollten wieder Kontakt mit Kindern. Ja, auch. Und wir kennen die Arbeit im Hotel. Mein Mann hat viele Jahre in einem Hotel an der Rezeption gearbeitet und ich habe im Hotelrestaurant gekocht. Wir dachten, mit unseren Erfahrungen können wir auch selbst ein kleines Hotel führen. Wir wollten es versuchen. Verstehe. Ja, und außerdem haben wir auf unseren Reisen gesehen, was in einem normalen Hotel nicht so gut ist, wenn man mit einer großen Familie unterwegs ist. Aha. Und hatten Sie schon viele Gäste? Hier im Haus gibt es 3 Wohnungen mit Küche für Familien, die gerne alles selbst machen. Die waren von Anfang an fast immer vermietet. Außerdem haben wir 3 große Zimmer, die kann man mit Frühstück buchen oder auch mit Mittag- und Abendessen. So, wie man es braucht. Ah ja. In den Sommerferien war das Hotel voll. Jetzt gerade haben wir nicht viele Reservierungen. Dann hoffen wir, dass viele Familien unser Gespräch gehört haben und Ihr Hotel kennenlernen möchten. Alles Gute für Sie. Vielen Dank. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Unsere 4 Kinder sind alle erwachsen und leben nicht mehr bei uns zu Hause. Ja, leider. Unser Leben war dann plötzlich sehr ruhig. Ah, Sie wollten wieder Kontakt mit Kindern. Ja, auch. Und wir kennen die Arbeit im Hotel. Mein Mann hat viele Jahre in einem Hotel an der Rezeption gearbeitet und ich habe im Hotelrestaurant gekocht. Wir dachten, mit unseren Erfahrungen können wir auch selbst ein kleines Hotel führen. Wir wollten es versuchen. Verstehe. Ja, und außerdem haben wir auf unseren Reisen gesehen, was in einem normalen Hotel nicht so gut ist, wenn man mit einer großen Familie unterwegs ist. Aha. Und hatten Sie schon viele Gäste? Hier im Haus gibt es 3 Wohnungen mit Küche für Familien, die gerne alles selbst machen. Die waren von Anfang an fast immer vermietet. Außerdem haben wir 3 große Zimmer, die kann man mit Frühstück buchen oder auch mit Mittag- und Abendessen. So, wie man es braucht. Ah ja. In den Sommerferien war das Hotel voll. Jetzt gerade haben wir nicht viele Reservierungen. Dann hoffen wir, dass viele Familien unser Gespräch gehört haben und Ihr Hotel kennenlernen möchten. Alles Gute für Sie. Vielen Dank. Ende Teil 4. Schreiben Sie jetzt Ihre Lösungen auf den Antwortbogen.